War ja klar. Au, chill, steh auf. Ja, genau. Ich will mir doch die Muni sparen. Au, jetzt weg. Nein! Ui, 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 ui. Meine schönen Minen. Die kann ja nicht selber machen. Wenigstens kriege ich ein grünes Kräuterchen. Platzmäßig. Sieht's wieder kacke aus. Schießpulver. Kombinieren. Den da. Noch mehr Schießpulver. Oh yeah. Schrot, Schrot, Schrot. Ach Gott, wir brauchen ja auch noch Sicherung. Die hatte ich fast vergessen. So, diese Hammer. Bestimmt muss man da noch was runterlassen, ne? Ich leg mein rotes Kräuterchen ab. Oder das verstauen. Minen legen wir auch ab. Das lassen wir so. So, und wie komme ich jetzt zum anderen Generator? Da unten war ja auch noch ein Hebel, ne? Ja. Normale Hand, das können wir doch da an, oder? Würde mich halt. Was? Das ist das? Ja, da liegt was. Munitionshalterflinte. Ja! Sowas gefällt mir. Aber was bringt uns jetzt das? Deswegen habe ich auch nicht mehr Schuss drin, oder? Ja, da bin ich jetzt erst durchgekommen. Da muss ich wohl. Ah, jetzt komme ich aber da nicht mehr weiter. Oh no. War dann wirklich bloß. Welche Demunitionshalter, hä? Gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich könnte es, ich tue es aber nicht. Ah ja, genau. Dann lasse ich halt das runter.
Nein. Das wieder hoch. Da sind die Wauzis. Ich kapiere es nicht ganz. Das ist ja immer noch zu, oder? Warum kannst du da nicht drüber klettern, ha? Da ist noch eine Hebebühne. Ah, das ist dieses Teil, dieses Teil. Wie komme ich da hin? Da geht eine Leiter runter. Die brauche ich, hä? Ah, das ist diese Tür. Ja, so wird ein Schuh draus. Schießpulver, aha. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Lichtschalter? Lichtschalter? War ja klar. Oh, wir können schneller nachladen jetzt, oder? Liegt da noch was? Nein. Okay, das war's. Ja, das war's. Ist versteckt. Das haben wir. Naja, genau. Da muss ich ja springen. Nikolai hat Schiss, hä? Chill, steh auf! Ja, genau. Ich will mir doch die Muni sparen. Kommt, mach hinne! Tschüss! Tschüssi, tschüssi, tschüssi! Oh Gott! Es geht schon wieder nicht gut. Mist, ist abgehauen. Was hat er hier drin gemacht? Sackratte.
Langer Lauf, Mac. Oh, yeah. Gibt's da was? Ne, haben wir schon. Dann. Verstauen, wo ist meine Mac? Mac Money. Kennt das Torschlüssel. Lightning Hawk, da ist ja. Spezialzubehör für die Lightning Hawk mindert den Rückstoß und beschleunigt die Geschosse, was den Schaden erhöht. Oh yeah. Oh yeah. Das klingt richtig, richtig gut. Dann Make Money. Haben wir noch mehr? Das nehmen wir mit und rotes Kraut einmal kombinieren. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich Make jetzt brauche. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich es dabei habe. Ah, da kann man runterschauen. Der hätte uns so leicht wegballern können, ne? Ah. Ja, der hat ja was gemacht. Ah, 26.09.13 Uhr. RC infiltriert. Sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19.30. 5 RPD-Polizisten gegen ein Pack von 20 beobachtet. Polizist in 20 Minuten dezimiert. 27.09. 12 Uhr. Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. 64% Infektion und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. 23 Uhr erfolgreiches Treffen mit MV-Kolonne. Wer die ersten Versuch bei Dämmerung starten. 28.09. 4.30 Uhr. Pack zum Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis nächtliches Gefecht in geschlossenem Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr Ende des Gefechts. 7 Überlebende. 18 Uhr. Unbekannte Biowaffe wurde an Punkt D18 eingesetzt. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. Ja. Nemesis gegen Brad? Nein, aber sie soll es erst 28. oder 29. losgegangen. 20 Uhr. Beobachte zwei Stars, ein Mann infiziert und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. War doch Nemesis. 29.09. Die Frau. JV, Jill Valentine, hat Kontakte zu MV-Kolonie aufgenommen. Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechen der vom Projekt N. Untersuche weiter. 4 Uhr, habe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von JV und kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr, Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen JV ausgelöst. Video beigehängt. JV wurde infiziert und ist bewusstlos. Habe wie befohlen Probe gesammelt. 30.09.0.30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seit JV dem Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. 4 Uhr. Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV-Kolonne CO an sich gebracht und an JV verabreicht. Erwarte JV. Wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu JV lässt sie sich verändern und entwickeln. Werde weitere Begegnungen anregen, um präzise Daten zu erhalten. Oh no. Was für ein Arsch. Jill! Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Ah. Ah. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Ah. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht.
Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Okay. Ich speichere hier und dann würde ich sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Zukunfts-Money-Marker zum Weitermachen. Und bis dahin, macht's es gut. Ciao.